Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 9.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir sind heute wieder am Start und starten direkt in den neuen Item Shop. Ja, da haben wir zwei neue Outfits hier. Und die kommen aber zum Schluss. Wir fangen erstmal auf der rechten Seite an. Genau, die zeigen wir zum Schluss. Und wir fangen jetzt mal auf der rechten Seite an. Mit dem Revolver. Mit dem komischen Schrotti-Botti. Schrotti-Botti? Schrotti-Botti. Schrotti-Botti. Dax. Ja, ja, so. Also, für 1500 V-Bucks der Revolte, ich... Boah, keine Ahnung. Also, von mir kriegt er 6 von 10. 6 von 10? Ja. 5 von 10. Von mir kriegt er 4 von 10. Dann haben wir hier eine Bewertung von 3,135 bei 16 Votes zum ersten Mal am 24. Februar 2019 im Shop gewesen, seitdem viermal im Shop gewesen und 24 Reminders, ja. Dann kommen wir direkt zum nächsten Item und das ist in dem Fall dann die Battle Pass. Die Hacke der Entspannung, also hier diese Palme da, kommt wieder so ein bisschen Feeling von der letzten Season auf. Boah, die letzte Season war so schön. Ja, für 800 V-Bucks und das, ja, kriegt von mir 6 von 10. 6 von 10. 7 von 10. Dann haben wir 4 von 5 bei 8 Votes zum ersten Mal am 17. April 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal und 5 Reminders. So, dann poppt... Oh Gott. Oh nein, ich gehe mich vergraben. Das Popsternchen. Ich muss mir eigentlich jetzt noch V-Bucks kaufen gehen, oder? Wobei, ich muss ja inzwischen sagen, ich bin ja jetzt schon so von diesem Spiel verweichlicht, ja, dass ich es ja inzwischen auch schon fast gut finde. Deswegen kriegt es von mir jetzt inzwischen 7 von 10. Das Popsternchen. Ich finde es schrecklich, ganz schrecklich, ja, das aber trotzdem 7 von 10. Das kriegt die schlechteste Note von mir, also die schlechteste Note von den Emotes, also 5. Das kannst du nicht bringen. Popsternchen ist schon echt, also Popsternchen ist ein mega beliebter Emote, aber ich mag dieses ganze Bling Bling und so. 4,295 bei 28 Votes. Eigentlich müsste ich dir mal 10 von 10 geben, weil Waschi Nervenbonus. Dax Nervenbonus. So. Bisschen Dax. Ja, ja. So, Seeräuberin. Da wird's wohl Stile. Kriegt von mir 7 von 10. Da bist du aber schon Dax sicher? Ich finde die. 5 von 10. So. Ich finde die nicht schlecht. Ich finde die ganz gut. Was sagst du dazu, Dax? Ja, 4 von 5 bei 12 Votes. Schon klar. Am 10. April 2019 sei es mal drin gewesen, viermal seitdem 22 Reminders. Dann kommen wir zum Vollablaufen. Ich werde nie vergessen, wie ich damals gedacht habe: Oh, hör sofort, da ist ein Esel. Ja. Weil ich am Anfang, als ich das erste Mal diesen Emote gehört habe, in der Lobby habe ich gedacht, hier müsste irgendwo ein Esel sein. Ja, wie viel gibst du denn 10 von 10 eigentlich? Laugh It Up kriegt von mir, Klassiker kriegt von mir 10 von 10. Ja. 3,815 bei 36 Votes. Zum ersten Mal am 4. Juni 2018 im Shop gewesen. Und seitdem 11 Mal nur. Okay, und Users with Reminders 98. Dann kommen wir zum hier Moff Mando. Ja, finde ich nicht so wirklich. Ich auch nicht so gut. Kriegt von mir 6 von 10. Er erinnert mich so ein bisschen an der Gleich, oder? So, Vergleich direkt hier so. Passt eigentlich, oder? Ich zieh dir gleich ganz dicht einmal darüber setzen. So. Nee. Also, 6 von 10 für ein Mothmando von mir. Für 15 V-Bucks das Teil. 7 von 10. 3,5 von 5 bei 30 Votes zum ersten Mal am 30. November 2018 im Shop gewesen, seitdem 5 Mal und 24 Reminders. Dann kommen wir zu der Lampe. Die finde ich eigentlich ganz witzig, allein schon, weil da auch die Motten drumherum fliegen, um diese Lampe, kriegt von mir 7 von 10. 7 von 10, von mir kriegt es 8 von 10. Oh. Ich glaube, die Noten sind 4,4 von 5 bei 15 Votes zum ersten Mal am 30. November 2018. Schon auch seitdem 5 Mal denke ich mal. Und 24 okay. Reminders. Genau. Okay. Dann Flatterkäfer. Ja, da wundert es mich. Ich glaube, der ist gar nicht so beliebt, aber ich finde den eigentlich ganz cool. Von mir kriegt der auch 7 von 10. Von mir kriegt er 6 von 10. 3,175 ja. Bei 12 Votes. Ja, genau. Wieder genau das gleiche. Nur dieses Mal 6 Reminders. So, dann sind wir auch schon mit dem Set durch. Dann sind wir bei dem. Jetzt kommen wir zu der neuen. Also die Wüstendominiererin.
Und irgendwie denke ich mir, die habe ich schon gesehen. Also halt No-Skin, ne, mit ein bisschen. Das Oberteil ist ein bisschen angepasst, Tätowierungen ein bisschen anders. Wir haben noch gar keine Bewertung dafür. Aber nee. Ich gebe der 5 von 10. Ja, bin ich auch dabei. 5 von 10 wird die bekommen. Der sieht geil aus. Der Aufklärer, den finde ich auch ein bisschen cooler, muss ich auch sagen. Ja, der sieht besser aus. Kriegt von mir, kriegt von mir 6 von 10. 6 von 10? Bucks, ja. 6 von 10 von mir kriegt er 5 von 10 auch. Okay. Ja, 6 von 10. Sieht cool aus. 4 von 5 bei einem Vote. Okay. Ja. 9 Reminders. So, wenn es euch gefallen hat, wie immer, nach oben schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal an, wenn es wieder heißt. Fordern Daily Shop mit uns beiden. Bis dann und tschüss.